Liebe Geschwister im Islam, liebe Gäste, nochmal herzlich willkommen zu dem heutigen Tag im Ramadan. Es geht langsam dem Ende zu, Alhamdulillah. Oder wir sagen zu allen Dingen Alhamdulillah. Normalerweise müssen wir uns freuen, dass wir die Chance haben, hier im Ramadan zu fasten und gute Werke zu tun. Das Thema, was ich heute ansprechen wollte, versteht man da hinten auch gut? Sehr gut, Alhamdulillah. Aber das muss ich immer vorher abklären, damit das nicht während dem Vortrag dann Probleme gibt. Das Thema, was ich heute ansprechen wollte, ist ein ganz wichtiges Thema im Islam. Das ist das Thema der Geduld. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dieses Thema der Geduld in vielen Hadith, das heißt in vielen Aussprüchen, immer wieder betont. Und Allah subhanahu wa ta'ala betont dieses Thema auch im Koran immer wieder. Warum ist dieses Thema so wichtig für uns? Wir haben erstmal von diesem Leben, oder wir als Menschen, wir wollen zwei Nutzen haben. Logischerweise. Der erste Nutzen ist, dass man ein gutes Leben führt. Das heißt, im Diesseits. Das ist jedem wichtig. Also ich kenne zumindest keinen, der sagt, nee, ich will lieber ein schlechtes Leben führen, in der Grosse liegen und todkrank sein, das sagt niemand. Ja, man möchte ein gutes Leben führen. Und die zweite Nutzen ist, weil das zu dem Proviant gehört, den wir brauchen, um ins Paradies zu gehen. Und das ist natürlich für uns das Wichtigste. Denn selbst, wenn jemand ein unglückliches Leben führt, wenn jemand am Ende ist, mit den Nerven, mit seinem Körper, mit seiner Kraft, aber er schafft es, ins Paradies zu gehen, dann ist all das Leid und all die Not, die er vorhatte, unbedeutend. Warum brauchen wir diesen Sabr, auf Arabisch Sabr, diese Geduld, um ins Jenseits zu kommen? Die Antwort ist ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und diese Sure, diese Kapitel im Koran kennt fast jeder, Wal Asr, beim Nachmittag, Innal Insana lafi Khusr. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Alle. Außer die, die glauben an Allah, an seine Bücher, an die Gesandten und so weiter und so fort. An Allah, dass er einzig anbetungswürdig ist. Dann, danach, an die Engel. Was ist, wenn jemand an einen Engel nicht glaubt, wie Jibril, a.s.? Dann ist er kein Muslim. Der ist schon verloren. Der ist schon im Khusr, der ist schon im Verlust. Danach, an was? An die Gesandten oder an die Bücher zuerst, je nachdem. Was ist, wenn einer an ein Buch davon nicht glaubt? Wie zum Beispiel jemand glaubt nicht an den Koran, ist verloren. Danach an die Gesandten. Was ist, wenn jemand an einen Gesandten nicht glaubt? Er sagt, nein, ich glaube nicht an Isa, ich glaube nicht an Mohammed, ist verloren. Alhamdulillah. Dann geht es weiter. Wa amilu salihati, um gute Werke tun. Und danach, wa tawasu bil haqqi. Sich gegenseitig die Wahrheit, die Gerechtigkeit ans Herz legen. Was ist das? Die Wahrheit. Das heißt, dass du zu dem ersten Aufruf, zu dem Glauben an Allah, zu dem Glauben an die Engel, zu dem Glauben an die Bücher und dass du dazu aufrufst, gute Werke zu tun. Und dann kommt die vierte Eigenschaft, ist was? وَتَوَاسَوْ بِالصَّبَرِ. Und sich gegenseitig die Geduld ans Herz legen. Das heißt, du brauchst unbedingt diese Geduld, denn die gehört zu den vier Eigenschaften, die jeder haben sollte, der nicht am jüngsten Tag im Verlust ist. Auf der anderen Seite ist diese Geduld, wenn man dieses islamische Konzept versteht, der Schlüssel in diesem Leben glücklich zu leben. Der absolute Schlüssel. Warum? Denn wenn man sich bewusst ist, wir als Menschen, wir sehen alle, du kannst jeden fragen, ob der Buddhist ist, ob der Hindu ist, ob der Muslim ist, ob der Christ ist, egal welche Religion er folgt, jeder Mensch, der reichste Mensch und der ärmste Mensch, sie haben alle im Leben Höhen und Tiefen. Deswegen, worauf es ankommt, um glücklich zu leben, ist nicht so sehr der Kontostand, wie hoch dein Kontostand ist, das ist nicht so sehr, was fährst du für ein schönes Auto, sondern es ist viel mehr, wie kommst du zurecht mit den Höhen und vor allen Dingen den Tiefen im Leben. Denn manche Leute, die kommen vielleicht klar, wenn die gut drauf sind,
Ich habe jetzt viel Geld, dickes Auto, fährt hier durch Köln-Kalk, macht einen auf cool. Aber was ist, wenn er morgen im Rollstuhl sitzt? Was ist, wenn er morgen abgestochen wird? Was ist, wenn er morgen pleite ist? Was ist, wenn er morgen im Knast sitzt? Ich meine, okay, wer so lebt, der hat sowieso mit der Religion nicht viel zu tun wahrscheinlich, es sei denn, er ist ungerechtfertigterweise im Knast. Das heißt, er muss damit umgehen können, mit den Tiefen im Leben, mit der Krankheit, die kommen wird. Nachdem er jung ist, wird er alt werden. Nachdem er gesund ist, er wird krank werden. Und er wird irgendwann sterben. Alhamdulillah, so ist das Leben. Jetzt als allererstes, wenn wir diese Sache genau betrachten, müssen wir eine Sache ganz genau sehen. Diejenigen, die am meisten Geduld hatten, waren wer? Waren die Propheten gewesen. Alayhimussalam, Friede auf ihn. Wenn du dir die Leben der Propheten ansiehst, sie waren immer von Sabr, von Geduld gekennzeichnet. Die Geduld, die man haben soll auf dem Weg, auf dem Schaden, der einem passiert. Denn wenn du ein Gläubiger bist, und das muss man wissen, viele Leute denken, ja, ich bin ein Gläubiger, und wenn ihm dann was Schlechtes passiert, sagt er, warum ich? Ich bin doch gläubig. Und dies ist vielleicht gut für dich. Und dies ist der Weg, den Allah gewählt hat für die Gläubigen. Weil bei Allah ist das Diesseits unbedeutend. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das diesseitige Leben ist gegen das jenseitige Leben, als wenn du in den Ozean den Finger reinsteckst und das, was du von dem Ozean genommen hast, also dieses da Tropfen Wasser, das ist das Diesseits, der Rest ist das Jenseits. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn bei einem allmächtigen Gott das Diesseits nur so viel wert wäre wie der Flügel von einer Fliege, der würde einem, der den Islam verleugnet, noch nicht mal einen Schluck Wasser geben. Aber Wallahi, achi, das ist gar nichts. Weil es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, kommst du ins Paradies oder kommst du in die Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Gläubigen, und deswegen muss sich jeder von den Gläubigen, von den Muslimen, die hier sind, bewusst sein, dass es zu ihm kommen wird. Ansonsten läuft irgendetwas schief. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Haben die Menschen gedacht, dass sie sagen, wir glauben und sie werden nicht auf die Probe gestellt? Haben sie das gedacht? Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala noch im Koran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنُ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنُ الْعَمُوَ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Das heißt, und wir werden euch ganz gewiss auf die Probe stellen mit etwas Furcht. Ich folge auf euch. Etwas Furcht und Hunger und Mangel an Vermögen und Mangel an Anfuß, an euch selbst und Mangel an Früchten. Und dann, وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ. Und gib denen, die Geduld haben, gib denen frohe Botschaft. Was ist die beste frohe Botschaft, die du kriegen kannst? Paradies. Denn für die Geduld gibt es keinen anderen Lohn als das Paradies. Und wir haben drei Arten von Geduld. Und die muss jeder Muslim in einem gewissen Sinne haben. Die erste Art von Geduld ist, die Geduld bei der Verrichtung der vorgeschriebenen Taten. Weil es gibt vielleicht jemanden, der hat Geduld, wenn man ihm eine reinhaut oder so, ja, das tut ihm nichts. Der ist schon so auf dem Kopf gegen die Wand gelaufen, den kannst du einen Baseballschläger bearbeiten, macht den gar nichts, ja. Aber wenn der vielleicht beten muss, der ist zwei Tage am Beten, am dritten Tag sagt er, oh, nee, ist zu schwer. Ja, das heißt, der muss auch Geduld haben. Der muss auch Geduld haben bei den Taten, die ihm vorgeschrieben worden sind, beim Gebet, beim Fasten und so weiter.